Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Conan Exiles, wo uns die zweite Horde, wollte ich schon sagen, nein, die zweite Purge, die zweite Säuberung direkt bevorsteht. Und ich habe gesehen, ich habe von gestern hier noch eine Kiste Nachschubsmaterialien. Lass uns die mal aufmachen, da sind nur Federn drin. Tschüss Federn, ich brauche euch nicht, ich habe so viel davon. Ja, die wird jetzt gleich auslösen, die Purge. Dann lege ich mal noch den Rest vom Loot weg, der noch von gestern hier übrig geblieben ist. Und dann schaue ich mal wegen Rüstungen. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Mitarbeiter besser ausstatten. Flappy, wie sieht's bei dir aus? Oh, du hast ja noch ziemlich alte Rüstung. Aber die hat eine legendäre Waffe. Das ist gut. Dann geben wir ihr einfach bessere Rüstung, würde ich sagen. Guck mal, hier hast du eine coole Maske. Damit siehst du doch jetzt besonders stylisch aus. So, das ist alles. Einen Umhang bzw. eine Hose für sie habe ich jetzt leider nicht. Muss ja erstmal mit leben. Hallo Skelett. So, was mit ihr? Die ist Stufe 6. Ihr könnt euch höchstens noch einen Hut geben. Ansonsten ist das alles gleichwertig oder schlechter als was sie hat. Der Rotschopf. Guck mal, hier habe ich noch den Helm, der zur Rüstung passt. Jetzt hat sie das Set vervollständigt und ich würde ihr einfach diesen Hammer geben. Den legendären. Denn sie hat ja hier diesen Eisenkriegshammer. Das taugt natürlich nicht so viel. Ja, und dann habe ich gesehen, Attributspunkte. Wir sind ja schon lange Level 60, aber wir haben noch immer noch Attributspunkte. Und ich würde das einfach mal nutzen, um hier Stehvermögen komplett voll zu machen. Das gibt uns hier nämlich den letzten Perk. Ausweichen kostet weniger Ausdauer. Ich benutze das Ausweichen ja sehr oft. Insofern denke ich, nützt das auf jeden Fall viel. Und die restlichen Punkte können wir in Stärke investieren. Hier ist jetzt übrigens die große Schmiede in Betrieb. Ich habe die Schmiede noch hier reingesetzt. Und hier die Eisenverstärkung. Die craften hier ziemlich schnell im Gegensatz zu der anderen. Die andere werden wir aber auch noch benötigen, weil hier die Sachen einfach teurer sind als in der mittleren Schmiede. Da muss man dann mal schauen. Ich denke, bei den Eisenverstärkungen wird es erstmal sinnvoller sein, die in der anderen zu bauen. Davon brauchen wir gar nicht so viele. Und hier kann ich ruhig jeweils zwei Eisenbarren ausgeben, wenn es dafür viel schneller geht. Warum nicht? Okay, dann werde ich jetzt mal irgendeinen Begleiter nehmen, der noch gelevelt werden muss. Nehmen wir doch vielleicht mal irgendeinen Archer nochmal. Vielleicht ihn hier. Folgen. Und dann gehen wir nochmal zu den Nachbarn, erstmal auf die andere Seite. Gehen da einmal durch und machen wir einfach so lange, bis jetzt hier die Purge auslöst. Das dürfte ja nicht mehr allzu lange dauern. Ist ja jetzt nur noch eine Frage von ein, zwei Minuten wahrscheinlich. Okay, dann gucken wir auch noch in das andere Camp hier rein. Holen uns noch so eine Nachschubskiste. Und wenn das dann immer noch nicht ausgelöst hat, dann brauche ich außerdem noch Holz und Stein. Dann gehe ich halt das noch farmen. Ja, Pustekuchen bisher. Passiert erstmal noch nichts. Dann nehme ich den mal das Loot ab. Leg das noch schnell weg. Ja, und dann geht es ein bisschen ans Ressourcenfarmen. So lange, bis die Purge auslöst. Wir können mal noch die
Nachschubskiste aufmachen. Perfekt, Holz. Holz brauche ich. Das ist gerade genau das Richtige. Daraus können wir gleich Bretter machen. Und aus den Ästen können wir Holz machen. Ist nicht viel, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst mit den Ästen machen soll. Oh. Lawine von Steinnasen. Oh, oh. Ich glaube, das ist die schwerste, die man haben kann. Weil am Ende kommt auch da der Klops. Oh, oh. Das wird ja gefährlich. Was macht der Bogenschütze da oben? Okay. Die Säuberung naht. Ja, gut. Müssen wir jetzt mit leben. Verbliebene Zeit 9 Minuten. Ich hoffe, danach ist es wieder hell. Müsste eigentlich dann im Morgengrauen beginnen. Das hört sich doch erstmal ganz gut an. Dann können wir doch gleich mal... Boah, ich hoffe, die kommen wirklich von hier vorne. Dann lass uns gleich mal ein paar hier rausstellen. Erstmal nur die drei. Die Schatzjägerin, die nehme ich dann bei mir noch auf Follow. Und dann hoffe ich, reicht das erstmal. Pfeile habe ich schon im Inventar für den Boss am Ende. Tja, dann heißt es jetzt nur noch warten, warten, warten. Ja gut, bevor ich hier doof rumstehe, kann ich auch ein bisschen Material noch ernten. Vor allem Stein werden wir brauchen, wenn wir irgendwie noch weiterbauen wollen. So, 1,5 Minuten noch. Ich mache mich auf den Rückweg, muss mich noch umziehen und die paar Materialien kurz wegpacken. Und dann geht's ja auch schon los. Ja, ja, geht los. Ich wollte ja nur noch meine Spitzhacke reparieren. So, schauen wir mal, von wo sie kommen. Ich hoffe doch stark von hier. Ja, da hinten, durchs NPC-Camp. Das ist ja stark, okay. Dann seid mal froh, wenn ihr nicht angegriffen werdet von den NPCs. Das ist ja fancy. So, und geht ihr auch den richtigen Weg? Das sieht sehr eigenartig aus, was ihr hier macht. Ah, jetzt habt ihr den richtigen Weg gefunden. Leute, wollt ihr euch auch wehren da unten? Die stehen da nur rum. Sind die alle auf passiv gestellt? Ach du Scheiße. Machen wir erstmal das Tor auf. Ja, ich glaube, die sind auf passiv alle gestellt. Das kriegen wir schon hin. Gleich, wenn wir mal kurz Ruhe haben nach der ersten Welle hier, dann stelle ich die alle um. Oh, hier ist sogar ein Miniboss dabei. Fancy. So, mal schauen, ob das jetzt besser klappt. Ja, so sieht's doch viel besser aus. Nur blöd, dass meine Leute jetzt die ganzen Blutungsschaden von den Stacheln bekommen. Das war ja nicht unbedingt der Plan. Oh, und ich. Die Felsnasen, die können natürlich keinen Blutungsschaden bekommen. Tja, das ist irgendwie doof. Sammelt sich neu. Ich muss aufpassen, dass die hier nicht irgendwann zu wenig Essen haben und sich immer noch vernünftig heilen können. Sieht erstmal alles noch gut aus. Schauen wir mal, was der hier hat. Ui, Gold. Ach, Dämonenblut. Oh, der hat ja alles. Silber, Gold, Dämonenblut. Und wie viel? Alter, guck dir das an. Uff, was kommt denn hier alles raus? Geil. Der hat sich ja gelohnt. Hier ein bisschen neues Eis für den Kühlschrank. Wobei, das brauchen wir nur wirklich nicht. Boah, Materialien im Überfluss.
Willst du das hier mal halten? Das ist... Ja, das bringt gar nichts. Okay, ich leg das kurz weg. So, die nächste Welle ist schon unterwegs, habe ich gesehen. Ach da. Falsche Richtung, Leute. Hier geht's lang. Genau. Vielleicht bleibe ich einfach hier oben und schieße mit Pfeil und Bogen drauf. Kann ich die eigentlich vergiften? Ja, ich kann die vergiften. Das ist interessant, aber ich will jetzt meine Giftpfeile noch nicht verschwenden. Tja, das mit den Spikes ist ein bisschen ärgerlich. Da weiß ich gerade auch noch nicht so richtig, was da die beste Lösung wäre. Ey, du, hast du vielleicht auch Lust rüber zu kommen? Tja, das mit der Wegfindung ist schwierig. Die brauchen dann einen Moment, um es zu raffen, aber ja, so richtig nicht, ne? Ich werfe mal einen kurzen Blick auf die andere Seite. Nur zur Sicherheit, nicht, dass da irgendwas steht und gegen die Fundamente haut. Ach du Scheiße. Ich hab's mir fast gedacht. Ach, so ein Ärger. Die kommen wirklich von beiden Seiten. Boah, das müssen wir nächstes Mal besser machen hier. Ich hoffe, der Klops am Ende kommt nicht von der Seite. Ja, die greifen die Fundamente an. Oh oh. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Verdammt nochmal. Okay, ich habe ja noch ein paar zum Glück in Reserve. Dann stelle ich die jetzt erstmal hier hin. So. Muss die nochmal kurz einstellen. Verhalten, Aktivität, alle angreifen. Naja, und da kommen die nächsten. Hast du noch genug zu essen? Eher wenig, aber ich glaube, ich habe noch Steaks. Hier, sind nicht viele, aber vielleicht hilft's. Eine sogenannte Steinschleuder. Guck mal, ich habe hier noch die Klaue. Die hat zwar keine gute Waffe, aber who cares? Stelle ich auch dahin. Hier schleichen noch welche rum. Warum auch immer. Wer ist das da unten? Wah. Das war nicht der Plan. Steaks und du. Ach komm, ich gebe dir auch gleich Schleimsuppe. Was soll's? So, von wo kommt ihr? Von hier scheinbar nicht. Dann wird's wieder die andere Richtung sein. So, dann locke ich euch jetzt gleich mal an die richtige Seite, damit ihr nicht wieder hier an der Seite rumsteht. Wie so ein Linienassistent. Komm, ich locke euch hier gleich hin. Nein, nicht da an der Ecke rumstehen. Mitkommen. Ja. So ist gut. Was hier an Steinhaufen rumliegen. Das ist Wahnsinn. Und da kommen die nächsten. Ehre. So kann es weitergehen. Immer her mit den Viechern. Jump ich wieder runter, damit ich die locken kann. Und rein in die Mitarbeiter. Oh, das Skelett will auch mitmachen heute. Warum ist das Tor noch offen? Ja, ist egal.
Da fliegen sie weg. Okay. Das war die nächste Welle. Gibt mir Zeit, hier aufzuräumen. Das Vieh hängt. Das Ding hängt im Tor. Guck. Das ist ja gut. Whoop. 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 Ja, mach doch nicht so schnell. Ich bin doch noch gar nicht fertig mit dem Aufräumen hier. Mensch, Mensch, Mensch. So ein Stress hier. So, weg mit dem Eis. Das brauche ich nicht. Aber einer hat ja auch schwarzes Eis gegeben. Finde ich auch stark. So, muss mal was essen. Und dann schauen wir mal, wo die wieder kommen. Ich hoffe doch, wieder von hier. Ja. Sieht gut aus. Okay, auf geht's. Weißt du was? Ich lasse einfach das Tor offen. Solange der World Boss hier nicht kommt, ist das vollkommen egal. Vielleicht hilft ihnen das bei der Wegfindung. Oh, hier kommt schon die Besseren. Oh oh. Damit meine ich das da. Und das da. Oh, hallo Skelett. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Oh oh. Tja. Na gut, die... ich musste ja nur kiten, solange bis die Mitarbeiter den Rest erledigen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Oh, guck dir das an. Mini-Klopse. Pushen die mal rein. Nein, nicht rein. Raus mit euch. Raus. Au. Huch. Oh, das war schon die Welle. Okay, ich wollte eigentlich nur eine Bandage nehmen. Okay, da geht's dann wohl weiter. Wir gucken mal. Da hinten ist was. Oh, das ist ein bisschen wenig. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir auf der anderen Seite wieder sind. Ich schaue mir das mal lieber an. Nicht, dass ich gleich böse überrascht werde. Hier ist gar nichts. Null. 0,000. Ja, dann ist das hier die einzige kleine Gruppe, die ich jetzt sehe, gesehen habe. Ist mir zwar nicht ganz klar. Ach, hier kommt noch einer. Okay. Die war wahrscheinlich hinter irgendwas. Ja dann. Auf geht's. Das Tor hilft denen wirklich bei der Wegfindung. Das ist gut. Ah, da kommt der World Boss. Alles klar. Autsch. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss das Tor zumachen, Leute. Leute, Leute, ich muss das Tor zumachen. So. Reicht schon, wenn die hier drin sind. Erledigen wir erstmal die hier. Das ist ganz gut, dass wir die jetzt trennen konnten vom World Boss. Ah, ich muss mal gucken. Nicht, dass der hier gleich Unsinn macht. Hä? Was? Was macht der? Trifft der hier die Plattform? Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn er das hier kaputt macht. Aber ich finde es schon krass, dass er das von der Range her trifft, oder? Na, weißt du was? Solange der da tut, was er halt tut, mache ich einfach den hier. Wie viel Stacks Gift kann man ihm eigentlich geben?
10? 10 ist Maximum. Okay. Lassen wir den erstmal hier stehen. Stellen wir lieber sicher, dass hier nicht noch irgendwas anderes ist. Was uns hier den Tag versaut. Das hier sieht ja erstmal ganz gut aus. Oh! Holy shit! Oh mein Gott! Ja, der kommt hier oben ran, wenn man an der Klippe steht. Das ist uncool. Aber so ist es halt. Was willst du machen? So, jetzt ist der hier aber vorn. Ach du Scheiße. Irgendwer ist da unten ziemlich krass angeschlagen. Ich glaube, das ist der Rotschopf. Ich muss mehr Damage drauf geben. Was willst du machen? Wo ist die Schatzjägerin? Da. Das Tor ist offen. Scheiße, wieso ist das Tor offen? Ich habe das Tor überhaupt nicht geöffnet. Shit. Wow. So, ich springe jetzt hier runter. Hier kommt er nämlich nicht hinterher. Da muss er einmal außen rumlaufen. Aha. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Gar nicht ist die Antwort. Gar nicht ist die Antwort. Ach du Scheiße. Das ist ja eine Shitshow. Aber der ist gleich down. Komm, noch ein bisschen Gift. Ja, mach. Was auch immer, wo du hin willst. Ich habe keinen Raff. Stirb. Ach so, der ist jetzt aggro auf den Archer. Von mir aus. Jetzt kommt er wieder zu mir. Ah! Nice. Oh, das ist das beste Ende von der Purge, was man haben kann. Off, off. Müssen wir gleich mal Inventur machen, ob wir jetzt irgendjemanden verloren haben. Aber es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Weg mit dir. Das ist mein World Boss. Der gehört mir. Den habe ich ehrlich verdient. Ja, ernten wir den. Oh, ich weiß, was wir verloren haben. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Wisst ihr, ich habe mich gewundert, warum die Tür offen ist. Die Wahrheit ist, die Tür ist gar nicht offen. Die Tür ist einfach weg. Das ist ein Unterschied. So, okay. Dann können wir ja hier auch erstmal wieder aufmachen. Das hier baue ich nochmal anders. Ich weiß ja jetzt, dass ich hier auf jeden Fall mich drum kümmern muss. Das war mir vorher nicht ganz klar. Dann überlege ich mir hier irgendwas. Ich wollte jetzt aber eigentlich nur die hier erstmal wieder reinholen. Lass die vielleicht einfach hier stehen. An der Seite. Hier links und rechts. Dann haben wir immer welche hier, falls hier irgendwas ist. Ja, wie gesagt, und sobald dieses Haus hier fertig ist, halbwegs, und die andere Seite da, wo wir schon viel gebaut haben, dann würde ich auch hier irgendwas bauen. Aber es hat erstmal keine Priorität. Unsere Purge-Anzeige ist ja jetzt erstmal wieder ganz unten. Das heißt, wir haben Zeit. Tja, also ich bin jetzt auch nochmal ein bisschen rumgelaufen hier. Ich glaube nicht, dass wir auch nur einen einzigen NPC verloren haben, bis auf das Skelett hier. Stark. Ich dachte, wenn der Klops kommt, dann wird wahrscheinlich ein bis zwei Leute sterben, aber war nicht so. Wir haben den schnell genug down bekommen. Okay, kurzer Ausflug. Wir haben ja den Dietrich, also den Skelettschlüssel. Ich will jetzt nicht unbedingt im Dunkeln den Worldboss killen, aber wenn wir uns nicht ganz doof anstellen, könnten wir uns die Kiste vom Tigerboss ganz ninja-mäßig holen. Nein. Das war nicht der Plan. Rum ist nämlich die Kiste. Schaffen wir das? Nope.
Truhe plündern und wir haben ein Säbel. Alles klar. Gucken wir uns zu Hause an. Bringt ja jetzt eh nichts, den World Boss zu killen, denn die Kiste ist ja gerade weg. Aber meine Belohnung für die Purge wollte ich jetzt noch haben. So, bevor ihr mich hier zu Tode triggert, stelle ich euch mal wieder nach drin, damit ihr wenigstens nicht im Weg steht. Oh, mir ist einer hinterhergerannt. Das passiert solchen, wenn die solches machen. Und ich hab, was? Jetzt ist dieser Kacktiger hier hinterhergerannt, oder was? So, wir haben hier mit dem Großsäbel, ich zitiere, ein leuchtendes und summendes Großschwert. Geben wir doch mal ihr das. Dann können wir den Wurt irgendjemand anderen nehmen, geben. Das mache ich dann später. Schauen wir erstmal, wie sie damit klarkommt. Gehen wir doch nochmal die Nachbarn besuchen, weil es gerade so schön war. Ich will aber eigentlich nur eine neue Kiste haben. Ich habe sogar noch eine Kiste vom Farmen irgendwie mal. Die liegt noch in der Truhe, die habe ich noch nicht aufgemacht. Dann können wir gleich nochmal zwei Kisten aufmachen. Mit hoffentlich coolen Sachen drin. Ja, und dann war es das auch schon von heute, denke ich. Oh, hier ist die Trägerin. Dann looten wir noch diese Kiste hier. Noch ein bisschen Steak und Eisen und alles. Wunderbar. So, und dann habe ich, wie gesagt, hier noch eine Kiste. Dann machen wir die beide mal auf. Hier gibt's Knochen und Federn. Weg mit den Federn. Und Holz, das ist gut. Denn, wie gesagt, die Bretter sind mir ausgegangen. Das liegt daran, dass ich die Spikes halt gebaut habe, die jetzt alle weg sind und die überhaupt keinen Schaden gemacht haben an den Steinnasen. Naja. Auf jeden Fall sind jetzt hier wieder 213 neue Bretter unterwegs. Und ich denke, wenn die durch sind, zusammen mit den Eisenverstärkungen, die da hinten in der Schmiede entstehen. Ach ja, und den Ziegeln, die ich erst noch anschmeißen muss. Das kann ich sofort mal machen. Gib mir mal die ganzen Steine. Dann kann ich jetzt während der Pause bis zur nächsten Folge wieder neue Steine holen. Und dann haben wir genügend Material, um wieder weiterzubauen. Nächstes Mal gehen wir zurück in den Bau. Denn ich habe mich entschieden, doch mal zwei oder drei Felsnasen zu züchten. Da werden wir uns die Eier kaufen. Das wird 30 Gold kosten. Aber sei es drum, wir haben so viel alchemistische Grundsubstanz, dass das eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Ja, und dann gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn euch die Serie gefällt, lasst gerne ein Like da. Würde mich freuen. Dann lasst es euch mal gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.